Gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my. Hi Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute soll es mal wieder Neuzugänge von mir geben. Und ihr wundert euch jetzt sicherlich, hä? Hat die nicht Buchkopfverbot? Wie kann die Neuzugänge haben? Tja, da habe ich echt ein Talent für, glaube ich. Ich habe im Januar nämlich 7 Bücher und 2 E-Books als Neuzugang gekriegt, habe davon aber keins selber gekauft, sondern es waren wirklich Geschenke oder Rezensionsexemplare, die hier eingetrudelt sind. Und ja, die möchte ich euch heute präsentieren und vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Das erste Buch, das war ein Geschenk. Und zwar habe ich ja bei dieser Bittersweet-Aktion mitgemacht. Und nach den Rezensionen kam eine E-Mail von der Organisatorin des Ganzen. Und sie schrieb, als Dankeschön sollen wir uns 2 Bücher aus dem Verlagsprogramm aussuchen. Und die dürfen wir dann haben. Ich habe dem Verlag dann zurückgeschrieben, dass ich mich da ganz nach denen richte, weil ich finde es super nett, dass wir überhaupt was geschenkt kriegen. Das war so nie festgelegt und so. Und habe dann halt gesagt, sucht euch 2 Bücher aus, wo ihr meint, dass sie vielleicht auch nochmal eine Beachtung kriegen sollten, die vielleicht nicht ganz so groß sind oder was weiß ich. Und mir wurden dann einige genannt, wo ich natürlich die Bände schon längst im Regal stehen hatte. Und irgendwann konnten wir uns dann doch auf 2 Titel einigen. Den einen Titel, der erscheint erst noch im Mai, darauf muss ich halt noch warten. Und den anderen Titel kann ich euch jetzt schon zeigen. Und zwar habe ich von Natasha Friend gekriegt, Sieh mich an. In dem Buch geht es um Lexi und Lexi hat eigentlich das perfekte Leben, aber ein einziger Moment reicht dafür, um das Ganze auszuradieren und zu vernichten. Und sie verliert dabei ihre beste Freundin Taylor, die Beziehung mit Ryan und ihre Schönheit. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt. Das Ganze hört sich sehr, sehr interessant an. Und hier geht es halt so um, ich weiß nicht, um einen Autounfall, glaube ich. Ja, und irgendwie scheint sie da ihr Gesicht zu verlieren irgendwie und das hört sich super interessant an und es ist wirklich ja, groß geschrieben und ja, ich bin, denke, ich komme da sehr, 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 sehr schnell durch und werde euch dann sofort berichten und vielleicht kann uns das Ganze ja begeistern und ich kann euch da eine absolute Leseempfehlung aussprechen, da bin ich schon sehr neugierig drauf und werde mich dann so bald melden, wie ich es gelesen habe. Als nächstes hat mein Freund mir eine Überraschung gemacht. Und zwar war ich ein bisschen deprimiert. Avel hatte nämlich bei Facebook gepostet, dass es ein Bücherpaket dort gibt, welches ich super gerne haben wollte, weil ich einfach die Serie liebe. Nämlich von Katie Rice Bones. Da gibt es ja Bücher von. Ich glaube, aus der Tempest Brennan-Reihe gibt es 17 Bücher derzeit. Und dann gibt es noch von ihrer Nichte, ich weiß nicht, wie sie heißt, eine Trilogie. Und diese Trilogie hatten sie bei Avel. Und ich wollte sie so gern haben und ich war so traurig, dass ich sie mir nicht kaufen konnte, weil sonst kosten die Bücher, glaube ich, irgendwie 18 Euro pro Buch und dort haben alle 3 Bücher zusammen 18 Euro gekostet und das hat mich so geärgert und ich wollte sie so gerne haben und habe meinem Freund die Ohren voll gejammert. Und 2 Tage später kam dann ein Avel-Päckchen hier an und ich habe mich schon so wahnsinnig gefreut, als ich das Ding gesehen habe. Und dann sind hier eingezogen Wilds, Tote können nicht mehr reden, das ist der erste Band. Dann Wilds, nur die Toten kennen die Wahrheit. Und als letztes Wilds, jeder Tote hütet ein Geheimnis. Und ja, das ist die Nichte, die heißt Tori. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass ich diese Trilogie jetzt im Bücherregal stehen habe. Und ja, ich liebe meinen Schatz einfach. Es war so süß von ihm, dass er mir das bestellt hat und mir da so eine große Freude gemacht hat. Er mag Bones ja auch super gerne. Vielleicht lese ich das auch mit ihm zusammen. Ich muss mal gucken. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze in Buchform sein wird. Ich kenne ja bis jetzt nur die Serie. Aber ich lasse mich davon einfach mal überraschen und begleite Tori. Ich hoffe auch Temperance kommt hier drin vor, weil ich finde einfach, wenn das die Nichte ist, dann müsste sie doch da drin vorkommen. Wenigstens kurze Gastauftritte. Das würde mir schon reichen. Und ja, ich finde auch einfach, die Bücher haben einen wahnsinnig guten Zustand. Hier ist der Mailing-Exemplar auf der Oberseite. Hier ist er unten. Ansonsten ist das alles in einem Top. Einwandfreien Zustand, keine Risse, keine Dellen, nix. Und bei dem letzten ist es auch unten. Also
Wahnsinnig gut und für 18,99 € einfach der Knüller. Dann hat mein Freund seiner Schwester ein Buch geschenkt, aber sie hat halt gesagt, wir können das behalten, weil er es gekauft hat. Sie wollte es einfach nur lesen, und zwar den dritten Teil von Die dunklen Mächte, Höllenglanz von Kelly Armstrong. Da höre ich gerade den ersten als Hörbuch. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Sprecherin ist manchmal ein bisschen komisch, hat nicht so ganz viele Facetten, aber die Geschichte ist wahnsinnig toll. Und hier geht es um Chloe. Chloe sieht eines Tages in der Schule einen Geist von einem brennenden Hausmeister und rastet einfach total aus und wird dann in eine Einrichtung für Jugendliche mit psychischen Störungen gesteckt, muss dort sozusagen ihre Zeit absitzen, um danach wieder auf die normale Schule gehen zu können. Aber auch dort begegnet sie dem einen oder anderen Geist, und ja, ob Chloe nun da bleiben muss oder nicht und was es mit ihren komischen Mitbewohnern auf sich hat, das ist ja jetzt die große Frage. Und ja, das ist der dritte Teil. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Der zweite steht hier auch schon rum. Die sind aus dem Pan Verlag. Die gibt es jetzt aber neu aufgelegt mit den, glaube ich, auch am englischen und amerikanischen Covern da drauf. Die sind auch wahnsinnig schön, aber ich finde die Hardcover halt nochmal einen Ticken besser, weil ich die erste Band halt auch schon als Hardcover hatte. Und es wäre doof gewesen, den hier jetzt als Taschenbuch zu holen. Und ja, schaut da unbedingt mal rein. Das ist wirklich gut. Sie hatte jetzt auch, also sie ist keine große Leserin, das muss ich dazu sagen. Aber sie hat das Ganze innerhalb von, ich glaube, lass mich lügen, keine Ahnung. Ich glaube, eine Woche durchgelesen. Alle beiden Bücher, der zweite und der dritte. Also, wahnsinnig gut. So, jetzt musste ich mal gerade einmal eine kurze Unterbrechung machen, aber ich bin wieder da für euch und es geht weiter mit meinen Neuzugängen. Dann ist noch bei mir als Rezensionsexemplar von einer lieben Autorin eingezogen, von Silke M. Meyer, Lux und Umbra, der Pfad der schwarzen Perle. Hier habe ich schon mal das erste Kapitel bzw. den Prolog angelesen. Und mir gefällt es richtig gut. Derzeit könnt ihr das Buch leider nur auf der Verlagsseite vom Seth Wolf oder Wolf... Wolf, ist es Englisch, ich denke mal Seth Wolf, Verlag kaufen. Die verlinke ich euch in der Infobox, da das Ganze noch nicht außerhalb erhältlich ist. Sie kümmern sich aber darum, und sobald das dann erhältlich ist, wird es dazu auch die Rezension geben. Ich muss es natürlich aber auch erstmal lesen. Und hier geht es irgendwie um ein Schicksal, was miteinander verbunden ist, und also von zwei Welten. Und wenn dieses Schicksal in deinen Händen läge, wie würdest du damit umgehen? Und das hörte sich einfach so wahnsinnig toll an. Und hier geht es irgendwie um eine Mutter und ihren Sohn. Und ja, die beiden gehen da anscheinend auf eine abenteuerliche Reise. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich lasse mich überraschen. So ganz genau habe ich den Inhalt nicht mehr im Kopf. Was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil ich lasse mich ja gerne überraschen. Und somit wird das ein sehr spannendes Unterfangen werden. Und der Schreibstil auf den ersten Seiten hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, mal gucken, was mich dann so erwarten wird. Des Weiteren ist noch ein Rezensionsexemplar hier eingezogen, und zwar Love Letters to the Dead. Damit habe ich bereits angefangen. Das Ganze erscheint ja am 23.02. genau. Und ich bin jetzt bei Seite 104. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Hier geht es ja um, wie heißt sie denn nochmal, um Laurel, die in der Schule die Aufgabe kriegt, an verstorbene Persönlichkeiten Briefe zu schreiben. Und das führt sie dann weiter und schreibt dann immer mehr prominente verstorbene Persönlichkeiten. Aber auch ihre Schwester May ist verstorben. Und was das Ganze ja auf sich hat und wie das passiert ist und alles, das erfährt man immer so häppchenweise in ihren Briefen. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich denke mal, irgendwann wird sie auch anfangen, an May zu schreiben. Und dann wird da wahrscheinlich alles rauskommen. Und ich bin schon sehr, sehr neugierig. Das Ganze wurde ja im englischsprachigen Raum dermaßen gehypt. Und ich bin so glücklich, dass sie das englische Cover übernommen haben. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was hier alles passieren wird. Ich mag Laurel auf jeden Fall bis jetzt sehr gerne. Meine Rezension werdet ihr, denke ich, dann am 23. sehen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sehr zeitig da hinterherzukommen und die pünktlich abzudrehen, damit ihr da sofort erfahrt, wie es mir letztendlich gefallen hat und wie das Ganze ausgegangen ist. Und keine Ahnung. Ja, ich denke, ihr seht das dann. Ein weiteres Rezensionsexemplar, was ich auch derzeit lese, ist von Kay Bromberg, Driven Verführt. Das Ganze handelt von, wie heißt sie, ich habe ihren Namen vergessen, Riley. Riley hat einen schweren Schicksalsschlag hinter sich und lernt auf einer Charity-Veranstaltung den gut aussehenden Donovan kennen. Sie
Ja, fühlt sich sofort zu ihm hingezogen und da ist eine Chemie zwischen den beiden, die einfach atemberaubend ist und sie verfangen sich auch gleich in einem, ja, intimen Moment, der eigentlich in einer außergewöhnlichen Situation entstanden ist und sie stößt ihn dann aber trotz alledem von sich und er will aber eigentlich nicht aufgeben und als sich dann herausstellt, dass er nicht nur irgendein gut aussehender, sexy gebauter Typ ist, sondern ein ganz schön reicher, sexy gebauter Typ, der ihr dann irgendwo unter die Schultern oder unter die Arme greift, da steht ihre Welt auf einmal Kopf. Ich bin jetzt so gut wie bei der Hälfte, ich bin bei 233 Seiten und mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich fühle mich so ein bisschen in Shades of Grey zurückversetzt, aber nur ein bisschen. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich liebe die Covergestaltung und der zweite Teil ist auch bereits im Anfang Februar, ich glaube am 9. erschienen und der dritte erscheint dann Anfang März. Und da bin ich natürlich schon wahnsinnig gespannt drauf. Und sobald ich das ausgelesen habe, werde ich euch dazu dann noch mehr erzählen. Und ja, ich freue mich einfach schon so darauf, wie das Ganze hier enden wird. Weil mir Riley auch einfach super sympathisch ist. Sie hat so ein paar Parallelen, aber dazu gibt es dann mehr in meiner Rezension. Die letzten beiden Bücher, die bei mir eingezogen sind, sind E-Books. Und zwar einmal Häkelenzen, Tanzen nicht von Jennifer Wolf und Alexandra Fuchs. Das Ganze habe ich schon gelesen und rezensiert, deswegen sage ich dazu jetzt gar nicht mehr so viel. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Chatroman. Das wird über Facebook, über WhatsApp geschrieben und es hat mir super viel Spaß gemacht, das zu lesen. Das ist auch eine absolute Leseempfehlung. Also schaut unbedingt mal bei meiner Rezension vorbei und lasst euch da selber bezaubern. Ist einfach richtig toll. Jennifer Wolf kann einfach so toll schreiben und in Kombination mit Alexandra Fuchs ist es ein Meisterwerk geworden in meinen Augen. Und auch wenn ihr vielleicht nicht so gerne E-Books mögt, schaut da trotzdem mal vorbei. Es lohnt sich wahnsinnig. Das letzte E-Book, was ich derzeit auch noch lese, ist Winteraugen von Rebecca Wild. Und auch das macht mir super viel Spaß. Hier geht es um eine magische Welt von Sommer und Winter und irgendwie spielen die beiden nicht mehr so zusammen, aber als dann die Prinzessin Juni oder Juli, ich weiß nicht, wie sie heißt, verschwindet und irgendwie weg ist und die liebe Ray und ihr Bruder ins Fadenkreuz der Ermittlungen geraten, sage ich jetzt mal, muss Ray handeln und begibt sich ins Winterreich. Und das ist nicht ganz so einfach, dieses Abenteuer zu bestehen. Und was da alles passiert, das werde ich hoffentlich bald erfahren, denn ich bin gerade da, wo die liebe Ray sich ins Winterreich begibt und ich bin schon wahnsinnig neugierig. Und ja, auch dieses E-Book gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich rezensiere euch das, sobald ich es ausgelesen habe. Und das waren auch schon meine Neuzugänge. Ja, es sind wieder einige hier eingezogen. Ich bin echt erstaunt, wie das so passieren kann. Das waren natürlich die Neuzugänge für Januar, falls ich das nicht erwähnt habe, weil ja, im Februar ist hier noch nicht ganz so viel eingezogen, zu meiner Freude zu berichten. Aber ich weiß, dass mindestens noch ein Buch kommen wird, nämlich die Vorbestellung von Selection. Das hatte ich euch ja auch schon breit und weit erklärt und habe schon gesagt, dass ich es nicht einsehe, es abzubestellen. Und ja, ich freue mich da schon wahnsinnig drauf und ich denke mal, Selection wird doch spätestens im März verschlungen und geliebt. Und ja, das war's von mir. Ich würde sagen, schreibt mir gerne mal, falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder von einem Buch unbedingt ganz bald die Rezension haben wollt. Wobei, von den meisten wird es wirklich bald eine Rezension geben. Und ja, das war's. Ich glaube, ich habe nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dieses Video ist heute auch ein bisschen verklatscht, dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Aber meine Nase sitzt so zu, ich kann so schlecht atmen. Ne? Ihr glaubt es nicht. Und irgendwie ist das Ganze ein bisschen unvorteilhaft. Aber dieses Video wollte gedreht werden und ich wollte euch gerne zeigen, was hier eingezogen ist. Und somit musste ich es halt unter erschwerten Bedingungen machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich da ein bisschen neben der Spur bin. Nächstes Mal, beim nächsten Neuzugänge-Video, soll es nicht mehr so sein. Da werde ich wieder ein bisschen frischer und erholter sein, hoffe ich. Und ja, ihr Lieben, ich fühle euch gedrückt von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. You're the only girl in the world.